kann in den hingebungsvollen Dienst eintreten. Und durch hingebungsvollen Dienst kann er befreit werden. Im ersten Kanto des Srimad Bhagavatam heißt es, dass man von Freude erfüllt wird, wenn man hingebungsvollen Dienst ausführt. In dieser freudvollen Haltung kann man die Wissenschaft von Gott oder Krishna-Bewusstsein verstehen. Sonst ist es nicht möglich. Die analytische Studie der Elemente der materiellen Natur und die Konzentration des Geistes auf die Überseele bilden den Kern des Sankhya-Philosophie-Systems. Die Vollkommenheit dieses Sankhya-Yoga gipfelt in hingebungsvollen Dienst für die absolute Wahrheit. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum 26. Kapitel im dritten Kanto des Srimad Bhagavatam mit dem Titel Fundamentale Prinzipien der materiellen Natur. Kijai. Om Agnanati Mandasya Knanan Chana Shlakaya Chakshu Midam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopishtam Stabidam Yena Bhutale Svayam Rupakaramayam Dadati Svabhadandikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, was wir hier in diesen ganzen Versen erleben, ist eigentlich eine sehr, sehr wunderbare Angelegenheit. Und zwar, wie würdet ihr sagen, was passiert hier gerade? Kripa Sindhu Prabhu, was passiert hier gerade? Krishna soll aufstehen. Ja, noch jemand eine andere Gedanken dazu? Im Grunde stimmt das. Jeroen, what's happening here? No, everywhere. In this section of the Srimad Bhagavatam. What is happening? Kishorikun. Ja, das sagt Prabhupada hier in der Erläuterung. Aber was passiert in diesen Versen im Moment hier im Bhagavatam? Wie sie eintreten, okay? Noch jemand anders eine Idee? Der Virat Purusha, was ist der Virat Purusha? Yes, the transcendental form of the Lord. It's not the transcendental form, but the universal form. And this, was bedeutet die universale Form? Die materielle Manifestation, okay, kann man das sagen? Jai, Jai, Shishi, Palat, Lakshmi, Singadev, Ki, Jai. Was wird hier belebt? Der universale Körper. Der universale Körper von Krishna. Die universale Form ist nichts anderes wie der universale Körper. Das ist ein Körper, ein Gebilde. Ne? So wie es im zweiten Kanto des Srimad Bhagavatam beschrieben wird, wo die Berge sind seine Knochen und die Haare sind die Bäume, ne? So, das ist ein Körper. Das ist erstmal ist das eine Meditation, worüber wir meditieren können. Auf der anderen Seite ist das ein materieller Körper. Krishna manifestiert einen materiellen universalen Körper. Und hier in dieser Sektion wird dieser Körper belebt. Das heißt, was ist das Wichtigste an dem Körper? Wozu haben wir einen Körper? Warum ist der Körper so wunderbar? Ja, warum kann man damit genießen? Weil der Körper voll? Ja, aber erstmal, der Körper ist deswegen voller Sinne. Der Körper ist voller Sinne. Ja? Und deswegen ist der Körper wichtig. Nur hier, um diese Sinne zu beleben, müssen diese Sinne inspiriert werden. Die müssen praktisch, die müssen inspiriert sein, damit sie arbeiten. Und hier sehen wir, wie in alle diese Sinnesorgane der universalen Manifestation verschiedene Halbgötter und Inkarnationen von Krishna eingehen.
Der universelle Körper wird sozusagen mit Energie aufgeladen. Ups. Der wird aufgeladen. Ne? Und so lange passiert halt nichts, bis Krishna wirklich persönlich in diese Form eingeht. So, das bedeutet, die Halbgötter oder die Elemente, die für diese Sinnen, Freuden zuständig sind, gehen eine Verbindung mit dem Sinn ein. Es geht um eine Sambandha, eine Verbindung mit dem Sinn. Aus so lange, selbst wenn diese Sambandha da ist, sie ist leblos, bis Krishna die Sambandha mit dem ganzen Körper eingeht. Und das im Endeffekt ist genau der gleiche Prozess, der später im Srimad Bhagavatam auch beschrieben wird, wie ein Kind im Mutterleib entsteht. Es ist genau der gleiche Ablauf. Und aber der Körper ist erst lebendig, wenn die Überseele, oder wenn die Überseele in den Körper eingeht. Nur dann beginnt dieser Körper zu funktionieren an, Das ist natürlich, alles im Anfangsstadium, aber die Potenz davon ist da. Ne? So, wenn wir sehen hier, wie die verschiedenen Elemente, die natürlich im Vedischen alle persönlich sind, das heißt, das sind alles Personen, die hinter diesen Elementen verborgen sind. Ne? Deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, wir haben eine persönliche Philosophie. Was bedeutet das? Ich gebe immer das Beispiel von dem Tempelauto oder Bashar. Tempelauto wird von allen benutzt. Zu ungefähr von allen. Oder du kommst auch aus dem Kommunismus, oder? Was hatten wir da? Was war der Status der Betriebe? Nee. Na? VEB? Die waren volkseigen. Volkseigener Betrieb. Das bedeutet, die haben alle dem Volk gehört. Jeder konnte die Produktionsmittel sozusagen benutzen. Ne? Und das hat jeder gemacht. Und das Resultat war davon, dass jeder eigentlich sich das genommen hat, was er gedacht hat, dass ihm das gehört. Mein Vater hat das halbe Haus mit Sachen aus dem Wirkmaschinenbau gebaut. Ne? Wir hatten so viele Dinge, und es wurden Scherze gemacht, dass wenn man zu denen ins Haus kommt und sagt, alles was VEB ist, rauskommt, dann fällt das Haus zusammen. Ne? Volkseigener Betrieb. So, das bedeutet, alles hat allen gehört. Das war zu sagen, die Brahman, die ganze Kommunismus hat im Brahman gelebt, weil niemand Verantwortung übernommen hat. Alle haben das gebraucht, aber niemand hat Verantwortung genommen, das zu pflegen. Es ist wie eine Prostituierte, die wird von allen missbraucht, aber niemand kümmert sich um sie. Richtig? So, und genauso ist eigentlich das unpersönliche Prinzip. Ne? Es wird von allen benutzt, aber keiner kümmert sich drum. Das Tempelauto wird, alle Leute kommen rein, fahren mit dem Tempelauto, stellen es wieder ab, niemand tankt, niemand macht sauber. Ne? Viele Beispiele. So, deswegen, das vedische Prinzip ist, Krishna hat hinter jede Funktion eine Person gestellt. Du bist verantwortlich für diese Person, für diese Situation. Ha? Department Heads, genau. Und nicht bloß das, selbst in die Departments, selbst jeder kleine Ablauf wird von einer Person begleitet. Wer macht das? Wem sein Dienst ist das? Ne? So, und wenn irgendwas schief läuft, kann der Tempelcommander genau zu der Person hingehen und sagen, hier, du hast das letzte Auto gehabt, es wurde nicht geputzt. Ne? Aber das ist genau das, was wir hier sehen. Hinter jedes
Organ, hinter jedem Sinn steht eine Person, die dafür verantwortlich ist. Und Ayurveda zum Beispiel behandelt diese Person, die mit diesen Organ in Verbindung steht. So ist das alles, hängt das alles miteinander zusammen. Und hier, was wir jetzt genau aus Vers 72 hören, 72. Nee, das ist, wo die Leute vor mir gelesen haben. Das war der eigentlich nächste Vers, der dran war. Aber egal, wir müssen uns das zur Angewohnheit machen, weil das sind so viele ohne Erläuterung gewesen, manche mit ganz kurzen. Ich weiß auch, Ananda Krishna hat mehr gelesen. Das ist nach der Klasse. Wir müssen oben am besten ranschreiben, welcher Vers der nächste ist. Sonst kommt es zu Verwirrung. Das ist was anderes. So, was wollte ich jetzt? Die Krishna geht mit seiner Person, im Endeffekt mit seiner persönlichen Energie in die Virat Purusha ein. Genauso wie Krishna als Person, als Überseele in jedem von uns drin lebt. In jedem von uns lebt Krishna. Krishna ist eigentlich so nahe. Der steht uns so nahe, ne, dass er, jemand sagt, Ehepartner, die schlafen zusammen in dem Bett, die sind sich sehr nahe, ne. Die wissen genau, wenn der andere schnarcht, ne? Wenn der andere Luft lässt. Ne? Und das ist eine sehr intime Beziehung, oder? Aber jetzt hier noch intimer ist die Überseele, die mit uns in diesem Körper ist. So, der weiß nicht nur, was außerhalb vom Körper, weil der Ehepartner, der weiß bloß, was außerhalb vom Körper vor sich geht. Ne? Krishna weiß, was innerhalb vom Körper vor sich geht. Ne? Und nicht bloß innerhalb vom Körper, auch innerhalb vom Geist. Ja. So, der ist der, der uns am nächsten ist, von allen Lebewesen auf diesen ganzen Planeten und außerhalb von diesen Planeten. Krishna ist der, der jeden von uns am nächsten ist. Aber wie das so oft ist, mit jemandem, der einem sehr nah ist, der wird irgendwann langweilig, oder? Da will man irgendwann nichts mehr davon wissen, weil den kennt man ja schon so gut. Ne? Und deswegen schaut man, okay, was kann man denn im Außen so finden? Ne? Manche machen das mit ihren Ehepartnern und sagen, ja, den kenne ich jetzt schon so lange, ich weiß alles, jetzt schaue ich mal, was draußen außerhalb des Familienheims noch so passiert. Ne? Und das ist genau der Grund, warum die Beziehung dann auseinandergeht. Und genau das ist der Grund, warum unsere Beziehung mit Krishna auseinandergeht. Ne? Weil unsere Aufmerksamkeit bringen wir ins Außen. Nun sagt hier, wird in den Versen gesagt, dass man diese Aufmerksamkeit, die wir unseren Sinnen geben, und praktisch, was ist die Aufmerksamkeit, die wir unseren Sinnen geben? Wie sieht die aus? Ha? Genau, mit was? Mit den Sinnenobjekten. Genau, unsere Meditation ist, wo sind die Sinnesobjekte für diesen Sinn? Wo sind die Sinnesobjekte für diesen Sinn? Und wer macht das? Wer ist dafür zuständig? Der Geist, genau. Der Geist ist die ganze Zeit damit beschäftigt, Pläne zu machen, wie ich meine Sinne mit den Sinnesobjekten in Verbindung bringen kann. Und damit ist er beschäftigt. Und wenn er das schafft, ist er zufrieden, oder? Nein, ne? Dann gibt es was anderes. Oder er sagt, ja, ne? Jetzt habe ich das, aber eigentlich wolltest du doch was anderes. Ne? Der Geist ist ständig damit beschäftigt, mit sich selbst und mit den Sinnen, die seine Erweiterungen sind. Ne? So, genau hier ist der Punkt, wo, wenn wir das auflösen wollen, und zum Zeitpunkt der Auflösung des Universums passiert die ganze Sache rückwärts. Und wenn wir das auflösen wollen, müssen wir rückwärts meditieren sozusagen. Wir müssen diesen Prozess rückwärts verfolgen. Und ich habe gestern mit Kripa Sindhu dazu gesprochen, im Pancharata, in der klassischen Puja, in der klassischen Verehrungsform, meditiert der Pujari sozusagen darüber, seinen grobstofflichen Körper aufzulösen.
bevor er mit der Puja anfängt, das nennen wir Buddha Shuddhi, ne, fängt er an, seinen Körper und seinen Geist, die ganzen Elemente aufzulösen. Praktisch diesen Prozess rückwärts zu machen. Das macht mit Mantra und mit Meditation, dass am Ende er als spirituelles Selbst vor Krishna sitzt und dann mit der Verehrung beginnt. Weil gemäß Pancharatta kann nur was rein ist, berühren. Ja? Wir haben im, ich glaube mit Chitari habe ich das besprochen. Viskan, oder haben wir das besprochen? Okay. So, genau das ist der Prozess. Für uns als Vaishnavas, wir haben unser Buddha Shuddhi ist eigentlich sehr einfach. Buddha Shuddhi, die Reinigung des Geistes und die Reinigung des Körpers. Die Reinigung des Körpers machen wir mit Atschman und natürlich, dass wir erstmal duschen und dann Atschman und dann der feinstoffliche Körper machen wir mit Buddha Shuddhi. Und das sind erstmal, da gibt es eine Affirmation, die kennt jeder Puchari. Und Satchinanda Swami in seinem Gayatri-Buch gibt es auch als Hinweis, dass wir das eigentlich vor jedem Gayatri-Chanten sprechen sollten. Jetzt kenne ich leider nur die englische Version. Nee. I am by nature the eternal servant of Krishna, but because of my bad fortune, I have been inimical toward him from time immemorial, and thus I have identified myself as my body and continuously wandered in a circle of birth and death in a material world, suffering the burning threefold miseries. Now, as a result of some unmatchable good fortune, my spiritual master's mercy has enabled me to know that I am Krishna's eternal servant, an infinitesimal spiritual being, completely apart from the gross and subtle body. And so, by the order of my spiritual master, I have obtained the good fortune of serving his lotus feet and the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Sri Prahlad Lakshmi Narsingadev Ki Jai. Das ist das, was wir praktisch immer vor uns her sagen, Pucharis. Ist das nicht, ist das nur in der Sünde, das ist für alles? Nein, du kannst so the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Radha Madhava. Nee, das ist nicht wirklich ein Gebet, das ist mehr wie eine Affirmation, würde man sagen, wo man sich praktisch in einen bestimmten Geisteszustand verhält. Und das eigentliche Buddha Shuddhi ist, Naham Vibrona Chanarabina Vaishnava Shutro, Naham Manina Chakriya Bhadya Vanastirava, Kindu Pradhani Kila Paramananda Punam Ridupte, Gobi Bhadubra Kamayo, das. Oh mein Gott, meine Zunge klebt fest. Die Affirmation? Ich denke schon. Muss nachschauen. Ich denke schon. Ja. Und das ist natürlich das berühmte Gebet von Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ich bin weder außerdem bin ich nicht. Transcendental bliss. And what am I saying? And he always existing with brilliance. Yes. So, das ist praktisch unsere Auflösung, weil wir gehen im Endeffekt, und das ist das, was das Srimad Bhagavatam und Srila Prabhupada uns hier in der Conclusion aus den ganzen in Vers 72 ist sowas wie die Zusammenfassung oder der Sprung zum Ende, zu dort, wo wir hingehen wollen. Ne? Daher sollte man durch Hingabe, Loslösung und Fortschritt im spirituellen Wissen, das man durch konzentrierten, hingebungsvollen Dienst erworben hat, über die Überseele als in diesem Körper gegenwärtig, obwohl gleichzeitig davon entfernt, meditieren. So, und das ist das, worum eigentlich Krishna-Bewusstsein immer ein bisschen banal erscheint. Oder manche sagen, ja, das ist, wenn man große Pujas und große Dinge macht, so und dann kommt und Prabhupada kommt einfach, ja, chantet einfach dieses Gebet und macht hingebungsvollen Dienst. Ne? Und man denkt, ja, da muss doch was mehr sein, ne? Das ist so kompliziert. Aber das ist die Essenz davon.
hingebungsvoller Dienst. Und das ist das, was uns halt manchmal so verwirrt, wo wir vor allen Dingen nach einer Weile, nachdem wir praktizieren, denken, ja, das kann doch jetzt nicht schon alles gewesen sein. Jetzt gehe ich mal in Puja rein, schau mal, was da alles. Und wenn du damit anfängst, da kannst du so viel Zeit damit verbringen. Ne? Da gibt es so viele Regeln und Rituale und so viele Mantren und Tantren, die man benutzen kann, um die höchste Persönlichkeit Gottes zufriedenzustellen. Und die sind alle richtig. Das ist alles in Ordnung. Aber die Essenz davon ist, mach einfach hingebungsvollen Dienst. Weil alle diese Rituale führen dich genau dahin. Du kannst so viele Schriften studieren. Ne? Auch die Essenz davon führt dich zum Srimad Bhagavatam, zu der Conclusion vom Srimad Bhagavatam. Und das Srimad Bhagavatam ist auch voll technischer Anweisungen, wie hier, oder technische Abläufe. Aber die Essenz davon ist immer, mach einfach hingebungsvollen Dienst, weil damit löst du das alles auf. Weil wenn du hingebungsvollen Dienst zu der höchsten Person machst, zu Krishna, dann automatisch wirst du losgelöst von diesen Sinnen und ihren Sinnobjekten in der materiellen Welt. Und das ist ein ganz natürlicher Prozess. Den Fehler, den wir machen, ist, dass wir denken, ich muss mich loslösen. Ich muss jetzt meine Sinne davon zurückziehen. Und dann kann ich hingebungsvollen Dienst machen. Nein, die Geschichte sieht genau umgedreht aus. Ich muss erst hingebungsvollen Dienst machen, weil dann automatisch finden meine Sinne mehr Geschmack an dem höchsten Sinn. Am Dienst zu Shri Krishna. Du kannst alles, du kannst das, was du machst, mit Krishna in Verbindung bringen. Kann man die Frage hinten ranstellen? Also eine wichtige Frage, aber merkt ihr mal, wir stellen die nochmal hinten ran, weil ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken, der ist mal, muss schnell, dass er nicht wegrennt. Oh. Hingebungsvoller Dienst. Ja. Ist weg. Essenz. Ja, ist die Essenz. Da kommt er wieder. Nee, vielleicht kommt er irgendwann anders wieder. Ja. Ja, ne, auf alle Fälle ist das die Essenz davon, dass wir hingebungsvollen Dienst ausführen, weil wir sind so sehr damit beschäftigt, unser Leben um den Genuss der, wir müssen uns zurückziehen, durch hingebungsvollen Dienst automatisch ziehen wir uns von den Sinnen zurück, weil wir den höchsten Sinn, Shri Krishna, damit bedienen. Und wenn wir Krishna bedienen, sind unsere Sinne automatisch zufriedengestellt. Das ist jetzt nicht ganz genau das, was mir im Kopf war, aber sowas in der Richtung. Anyway, der Punkt ist, wir sind eigentlich spirituelle Lebewesen und es ist normal, es ist vollkommen authentisch, dass wir Krishna dienen. Das ist unsere Natur. Wir sind als spirituelle Wesen, sind wir Diener, wir können nicht anders. Das ist wie, wenn immer das Beispiel, du bringst einen Fisch an Land und gibst ihm alles Mögliche, du gibst ihm, Manni da hatte mal so einen Comic gemalt, ne? Der Fisch war lag am Strand, in so einem Stuhl, in so einer Strandmatte, ne? Mit einer Zigarre und Eiscreme und alles und er war trotzdem nicht zufrieden. So wir als spirituelle Diener, das ist unsere Natur, wir sind Diener, das ist unsere Natur. Das ist die Natur von Radharani. Es ist die Natur von Radharani, einfach zu dienen. Die Person Radharani ist nichts weiter als hingebungsvoller Dienst. Ihre Persönlichkeit ist hingebungsvoller Dienst. Und wir sind in ihrer Energie, wir sind in dieser Kategorie mit drin. Wir können eigentlich nichts anderes als hingebungsvollen Dienst machen. Und wenn wir das machen, werden wir glücklich. Die Seele wird automatisch glücklich. Der Punkt ist, wir glauben es nicht. Wir glauben es nicht.
Und deswegen halten uns die Sinne und der Geist davon ab, wirklich hingebungsvollen Dienst zu machen. Weil der Geist kommt mit jedem Moment und sagt, Moment, was springt für uns dabei raus? Und diese Meditation, was springt für uns dabei raus? Die ist das, die uns im Endeffekt von der Ekstase fernhält. Weil in dem Moment denken wir, meditieren wir darüber, was ist da für mich? Idam Mamaya, Idam Na Krishna. Das ist für mich, nicht für Krishna. Ne? So, und das ist der einzige Grund. Und jetzt, okay, um auf deine Frage zu kommen, wenn du sie schon gestellt hast, wie können wir Materie mit, wenn wir im materiellen Leben verstrickt sind, wie können wir das dann hingebungsvollen Dienst machen, oder? Der Punkt ist, wir machen eine Differenzierung. Wir sehen Materie verschieden von Krishna. Aber eigentlich, was ist Materie? Gut, okay. Aber das bedeutet, dass wir in den Erscheinungsweisen verstrickt sind. Wir bewegen uns meistens in Leidenschaft und in Unwissenheit. Wir müssen auf eine Stufe kommen von Tugend. Deswegen müssen wir unser Leben reinigen. Und das machen wir, wie reinigen wir unsere Existenz? Wie kommen wir auf die Stufe von Tugend? Jetzt sind wir wieder beim Hingebungswandel. Ja, stimmt, aber was hilft uns, diese Stufe der Tugend zu erreichen? Okay, die Gemeinschaft, die vier Prinzipien. Ja, und deswegen nennen die auch Prabhupada die vier Prinzipien der Freiheit. Und wenn wir rauskommen und wir, ne, und die Leute, oh, du bist in der Sekte, ihr dürft ja nicht rauchen. Ne? Nein, ich bin frei, nicht rauchen zu müssen. Du darfst rauchen, aber du darfst doch aufhören. Kannst du das? Kannst du dir erlauben, aufzuhören zu rauchen? Nee, ich habe schon so lange. Ne? So deswegen sind es Prinzipien der Freiheit, weil die bringen uns auf eine Stufe von Sattva. Und nur dort können wir unsere Freiheit, die unser ewiges Geschenk ist von Krishna, weil Liebe funktioniert nur mit Freiheit. Nur dort können wir diese Freiheit wirklich nutzen, weil wenn wir uns in Leidenschaft und Unwissenheit befinden, haben wir keinen Zugang zu Freiheit, weil wir sind so gebunden von den Erscheinungsweisen. Wir müssen leidenschaftlich handeln, wir müssen in Unwissenheit handeln, wir kommen nicht auf Tugend. Wir können nicht frei wählen, will ich jetzt dienen? Wem will ich jetzt dienen? Will ich Krishna dienen oder will ich mein Chef dienen? Weil Leidenschaft wird uns immer dahin bringen, dass nein, ich muss machen, ich muss, wie sagen wir, schaffe Häusle baue. Ne? Ich muss was tun, um meinen Sinnen ein Haus zu geben, meinen Körper ein Haus zu geben. Ich muss diese Sinne zufriedenstellen, indem ich denen Dinge gebe, die sie benutzen können. Das ist Leidenschaft und Unwissenheit. Ne? Und ich will da gar nicht draus raus, weil ich fühle mich wohl da drinne. Ignorance is bliss. Ich fühle mich wohl in Leidenschaft und Unwissenheit. Das ist mein Element. Ja, da sind wir, da gehen wir die Woche arbeiten. Und am Wochenende, da machen wir Party und gehen auf den Fußballplatz oder irgendwas. Und das ist unser Leben und der Großteil der Bevölkerung funktioniert so. Aber wir versuchen da rauszukommen, wir versuchen auf die Ebene von Tugend zu kommen, durch diese ganzen Prinzipien und durch Gemeinschaft. Und wenn wir auf der Ebene von Tugend sind, dann können wir auf einmal die Unterschiede sehen. Und wenn wir die Unterschiede sehen, können wir bewusst Entscheidungen treffen. Das heißt, wir können bewusst Freiheit einsetzen. Wir haben die Freiheit, unsere Liebe zu geben in diese Richtung, wo wir sie wollen. Geben wir unsere Liebe, so viele Leute geben ihre Liebe dem Auto zum Beispiel, so viele Jungs. Ne? Ihre ganze Liebe da drin. Ne? Die Frau, ne? Wie sagt man, die gammelt da vor sich hin und sagt, guck mich doch mal an. Und der Mann, der ist die ganze Zeit beschäftigt, das Auto zu streicheln.
ne, den Chrom zu polieren und alles. Ne? Und die Frau guckt keiner mehr an und die ist frustriert. Aber der Mann gibt seine Liebe dem Auto, weil das Auto widerspricht. Ne? Ne? Ist natürlich eine Irrillusion. So, wir können entscheiden, wohin geben wir unsere Liebe. Und Prabhupada übersetzt Bhakti immer mit was? Hä? Liebevoller, hingebungsvoller Dienst. Ne? Das Wort Bhakti beschreibt das, aber jetzt, wenn du jetzt irgendjemand, einen Scholar, einen Schriftgelehrten aus der Universität das Wort Bhakti vorlegen würdest, der würde das auf alle Fälle anders übersetzen, mit Liebe vielleicht, mit Dienst auch, mit Dienen. Aber Prabhupada gibt die ganze Sambandha Abhideya Prayochana in dieser einen Übersetzung. Liebevoller, hingebungsvoller Dienst. Wir sind Diener, Sambandha. Wir dienen, das ist Abhideya, und liebevoll, Prayochana. Das ist alles da drin. Das ist unsere ganze Philosophie ist in dieser Übersetzung von Srila Prabhupada von dem Wort Bhakti. Liebevoller, hingebungsvoller Dienst. Das sind wir. Das ist unsere Seele. Das sind wir. Wir sind liebevoller, hingebungsvoller Dienst. Eva. Das sind wir. Das ist unsere Natur. Aber die Frage ist, wohin fokussieren wir? Wohin kanalisieren wir diesen Dienst? Wohin kanalisieren wir unsere Seelenenergie? Wohin geht's? Und das ist genau das, wo wir halt feststecken. Und deswegen denken wir, wir können keinen hingebungsvollen Dienst machen, weil wir zu sehr verstrickt sind. Aber nein, deswegen gibt es diese Zentren. Deswegen gibt es, ein Tempel ist nichts weiter als eine Schleuse, wo materielles Bewusstsein in spirituelles Bewusstsein verwandelt wird. Weißt du, wie ich meine? Ne? Weil du kommst hierher mit materiellem Bewusstsein und mit denk, okay, was kann ich machen? Ich kann auf dem Feld was arbeiten, zum Beispiel. Ne? Und du arbeitest auf dem Feld mit deinen Händen, mit deinen Füßen stehst du da, hackst du da und machst augenscheinlich eine materielle Tätigkeit. Auch dadurch, dass das eine Schleuse ist, ein Dreh- und Angelpunkt, wo sich spirituelle Welt und materielle Welt die Hand geben, wird das sofort transferiert in rein hingebungsvollen Dienst. Und das ist nicht bloß ein Tempel, Devotees, reine Gottgeweihte. Je reiner sie sind, umso mehr sind sie ein Tempel. So wie du in die Gemeinschaft von den reinen Devoti kommst, der hat diese Fähigkeit, deine materielle Handlung in eine spirituelle Handlung umzuwandeln. Das passiert alles in den ersten Tempel, in Matchless Gifts. Prabhupada hat eine Lecture gegeben und da ist so ein Penner von der Straße gekommen, weil die Poverty, die war voll von armseligen Leuten. Ja? Und der Typ ist darin gekommen und hat festgestellt, dass auf den Klo kein Toilettenpapier war. Weil Prabhupada hat kein Toilettenpapier verwendet. Ne? Und dann hat er irgendwie, ist der Penner zu einer Rolle Toilettenpapier gekommen und hat gedacht, ja, das bringe ich Swamiji, weil der hat kein Toilettenpapier auf dem Klo. Ne? Und dann ist er gekommen, während der Vorlesung hat gesagt, ey, Swamiji, ich habe dir Toilettenpapier gebracht, hat es ins Klo getan, ist wieder rausgelaufen, ist gegangen. Und die Schüler, Toilettenpapier, wir benutzen kein Toilettenpapier. Lota Kichai. Das ist eine der großen Überwindungen, wenn Bhaktas in den Tempel kommen. Da gibt es kein Toilettenpapier, was mache ich denn jetzt? Und die Jungs sagen, ja, was ist das für ein Dummkopf? Und Prabhupada hat sofort gesehen, nein, der hat hingebungsvollen Dienst gemacht. Der konnte diese Rolle Toilettenpapier sofort umwandeln in reine Bhakti. Toilettenpapier. Was für ein groberes Beispiel kann es geben? Toilettenpapier. Was für eine Funktion hat Toilettenpapier? Müssen wir nicht darauf eingehen? Müssen wir jetzt nicht grafisch werden?
Nee, noch grafischer. Ist schon klar, ne? Aber das hat er in reinen, hingebungsvollen Dienst verwandelt. Ne? Anderes berühmtes Beispiel ist Chainanda. Ne, der einen Ratayatra-Wagen gebaut hat in San Francisco. Und der Leute einfach von der Straße geholt. Ey, hier, kannst du mal kurz helfen? Ne? Und ja, was soll ich mal? Ja, halt mal hier, okay, ich muss bloß festschrauben. Kannst du da drüben halten, ja? Und dann innerhalb von ein paar Minuten waren die dort voll engagiert, diesen Wagen mit aufzubauen. Und nicht bloß das dann, hey, super, danke, dass du mitgeholfen hast. Willst du was zu essen? Ja, okay, na hier, hast was zu essen. Übrigens, am Sonntag sind diese Wagen in einer großen Prozession. Hier ist die Einladung. Ne? So, das ist das Potenzial von Devotees. Ne? Die einfach durch ihre Existenz erinnern sie Leute an Krishna. Und deswegen werden Devotees mit Pilgerorten beschrieben. Devotees sind Pilgerorte. Ne? So, und das ist, wir müssen jetzt sagen, ja, es müssen wir Prabhupada sein. Nein, jeder von uns. Ihr kommt zurück nach Marienberg und dort bist du ein Pilgerort. Ne? Und dieser Verantwortung müssen wir uns bewusst sein. Aber wir müssen verstehen, das ist eine Verantwortung, eine liebevolle Verantwortung. Das bedeutet nicht, jetzt bin ich hier, ne? Ich bin der laufende Tempel, das laufende Bhagavatam. Ne? Sondern nein, ich bin der Dreh- und Angelpunkt. Ich habe eine Aufgabe bekommen. Ich habe einen Dienst bekommen, das Leuten weiterzugeben. So, wie kann ich das Leuten weitergeben? Wie kann ich die anziehen? Wie kann ich die versuchen, irgendwie hingebungsvollen Dienst machen zu lassen, damit sie es gerne machen? Dann kann man sagen, ja, ich gehe jetzt ich schaffe mein Auto in die Werkstatt und lasse es dort bauen, dann macht er hingebungsvollen Dienst. Aber wenn er nicht weiß, dass ich ein Devotee bin, wenn er denkt, na, hoffentlich ist er bald fertig und ja, das Auto, naja, ich baue hier gleich die nächste Reparatur mit ein. Ne? Die machen das. Und dann schaffst du dein Auto in die Werkstatt und dann in 3 Wochen schaffst du es wieder in die Werkstatt, 5 Wochen schaffst du es wieder in die Werkstatt. Die bauen die Fehler mit ein, ne, weil die haben ja auch Bücher, die sie füllen müssen. Anyway, so ist was anderes. So, das ist der Punkt. Wir sind einfach, unser Bewusstsein ist das, was uns davon abhält. Und wenn du arbeiten, ich meine, die Bhagavad Gita ist voll davon, wenn du arbeiten gehst, weil du deine Sinne beschäftigen musst und Karma-Yoga, Krishna preist Karma-Yoga, den Karma-Yogi, der ist hoch gepriesen, weil der benutzt seine Sinne für Krishna. Und nicht bloß das, dass er jetzt für Krishna jetzt was kocht oder was weiß ich, jetzt direkt was für Krishna macht. Nein, indem er arbeiten geht, seine Sinne benutzt und zum Beispiel die Früchte seiner Arbeit Krishna gibt. Das ist Karma-Yoga, erstklassiges Karma-Yoga und das ist glorreich. Ne? So, da gibt es überall die Möglichkeit, wenn man hingebungsvollen Dienst machen möchte, gibt es überall die Möglichkeit. Weil die materielle Welt im Endeffekt ist nichts weiter als eine Manifestation von Krishna. Aber wir denken, es ist die Manifestation von uns. Es ist meine Welt. Sie gehört mir. So wie Ravana das gedacht hat. Sieh da! Und das ist genau, was bei uns passiert. Wir, ne, wir sehen, ah, das sind meine Sinnesbefriedigungen. Und ja, es mag eine Sinnesbefriedigung für uns zur Seite geschafft worden sein. Das nennt man wie? Nee. Das ist der Devotee. Aber jeder von uns hat einen gewissen Anteil von Sinnesbefriedigung. Ist schon festgelegt. Das nennt man wie? Karma. Genau. Das Karma, was wir haben, steht uns zur Verfügung. Okay? This is your share. Aber woher kommt das Karma? Genau, von meinen eigenen Tätigkeiten. Das habe ich mir aufgebaut, mein Bankkonto. Aber ich versuche, über irgendwas drüber hinaus von meinem Karma zu greifen. Sofort kriege ich auf die Hände gehauen. Ne? Ist ja nicht so, dass Ravana keine Frauen hatte. Er hatte viele Frauen. Und das war sein Karma.
Aber diese eine Frau, das war nicht sein Karma, das war sein Untergang. Ne? Und genau das ist der Punkt. So, wir mögen ein bestimmtes Karma haben, aber selbst dieses Karma lösen wir nur auf, indem wir was machen? Was machen wir mit dem Karma? Wir geben unser Karma Krishna. Hier hast es. Ja. Ne? Wir geben unsere Früchte einfach hin. Habe ich mir über Leben lang habe ich mir das mühsam zusammengespart. Dieses Karma, ne? Dieses Auto, habe ich mir über Leben lang zusammengespart, dass ich jetzt einen BMW fahren darf in Deutschland. Ich nehme in Deutschland Geburt und fahre einen Mercedes-Benz. Jahrelang habe ich mir das zusammengespart. Nein, ich gebe dieses Karma an den Hare Krishna-Tempel. Und dort endet es dann ab, wird es ein dreckiges Unfallauto, weil sich keiner drum kümmert. Haha. Sind wir wieder bei der Einfahrerpolitik. Ne? Nee, aber das ist genau der Punkt, das ist genau der Prozess. Ne? Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Prozess für uns selbst entdecken und neu entdecken. Und je mehr wir den für uns entdecken, umso mehr werden wir nicht bloß losgelöst, wir werden ekstatisch. Weil je mehr wir mit dieser liebevollen, hingebungsvollen Dienst in Verbindung kommen, umso mehr werden wir was? Ja, gereinigt. Liebevoller, hingebungsvoller Dienst, wir werden was? Wir werden liebevoll. Ne? Und das bedeutet nicht immer, dass wir uns wie Sandbällchen, ne, verhalten. Oh, hallo. Ne? Sondern, dass wir tiefe Liebe in unseren Herzen spüren. Ne? Und dass der Tempelcommander liebevoll seine Untergebenen behandelt. Das bedeutet nicht, dass er ihnen sagt, mein lieber Bhakta, das ist eine totale Mess, die du hier gemacht hast, auch so schön. Ne? Sondern er sagt, hey, das ist eine Unordnung. Aber trotzdem mit Liebe in seinem Herzen. Das ist kompliziert. Ne? Das lernt man als Eltern, oder? Man muss die Kinder manchmal liebevoll zurechtweisen. Manchmal auch laut. Ne? Aber man vergisst nie seine liebevolle Haltung zu den Kindern, weil das ist natürlich. Und genauso, wir haben eine Verbindung zu allen um uns herum. Und das ist eine liebevolle Verbindung. Und die ist natürlich. Wir sind als Seelenwesen liebevoll miteinander verbunden. Ne? Und das im Bewusstsein können wir selbst schwierige Sachen wie den Bhakta zurechtweisen, liebevoll tun. Und guess what? Er wird es ganz anders annehmen, als wenn wir es aus dem Ego heraus tun. Ne? Weil Ego produziert Ego. 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 Liebe produziert Liebe. Genau. So, das ist unser Geheimnis. Das ist unsere Philosophie. Und das ist in der Quintessenz, was sagen wir, der Kern, Prabhupada sagt das, wie sagt er das? Ist der Kern, wo sagt er das? Irgendwas sagt er doch hier. Oder habe ich das woanders gelesen? Das ist die Quintessenz eigentlich unserer ganzen Philosophie. Wenn wir das verstehen, dann kann uns eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Was haltet ihr davon? Was? Dass das die Grundessenz unserer Philosophie ist, die uns Prabhupada gegeben hat, einfach hingebungsvollen Dienst zu praktizieren. Weil damit gehen wir diese Auflösungsteile, wo wir jetzt, es ging ja hier um diese, wie die Virat Purusha wieder aufgebaut wird. Und letztendlich, wenn die höchste Persönlichkeit Gottes in den Virat Purusha eingeht, der leblos zum Leben bekommt. Ne? Und genauso unseren Körper auch. So, wenn wir unseren Körper auflösen wollen, bringt es nichts, dass wir den umbringen, ne? Irgendwie, dass wir, ja, es ist so tot, ne? Jetzt habe ich keinen Körper mehr, sondern dass wir mehr und mehr die Elemente übergeben, dass wir die Sinne übergeben,
Das sind die wichtigen. Wir übergeben unsere Sinne und die Sinnesfreuden. Wir übergeben unsere, wir geben die genießenden Sinne, wir übergeben die Arbeitssinne. Nee, erstmal den Genuss geben wir zu Krishna. Idam Krishnaya, Idam Namama. Und dann auch die Arbeitssinne. Die Arbeitssinne, die Hände, die Füße, die Arbeitssinne, die übergeben wir auch Krishna. Der nächste Prozess von Yoga. Gleich, warte. Genauso, denn irgendwann übergeben wir den Geist Krishna, indem wir chanten und das Srimad Bhagavatam hören, anstatt YouTube-Videos zu schauen oder was mache ich noch so? Ausbesen an irgendwelchen Social Medias oder so. Ja? Mehr und mehr übergeben wir das zurück an Krishna. Aber weil es so schwierig ist, einfach hingebungsvollen Dienst, einfach straight zur Essenz. Und automatisch, boom, wird alles aufgelöst. Explodieren die Sinne, explodiert der Geist in einer Supernova von ekstatischer Liebe. Nee? Okay, du hast eine Frage noch. Ich persönlich führe hingebungsvollen Dienst aus Überzeugung und nicht aus Liebe. Weil ich noch gar nicht fähig bin, Krishna richtig zu lieben. Und ist diese Art von hingebungsvollen Dienst auch annehmbar für Krishna oder nimmt er nur Dienst an, wenn wir das mit Liebe ausführen? Die Frage muss anders gestellt werden. Ist diese Liebe aus Überzeugung annehmbar für Krishna? Weil du machst es als Überzeugung, hast du gesagt. Aber in Indien, es gibt dieses Sprichwort, im Westen heiratet man die Person, die man liebt. Richtig? Ja. Aber in Indien oder im Osten liebt man die Person, die man heiratet. Das ist ein feiner, kleiner Unterschied. So als erstes wird dem Kind, deswegen sagen wir, ja, und Kinderhochzeit ist ja schrecklich. Aber den Jungen, der meinetwegen 12 Jahre ist, wird das 7-jährige Mädchen vorgestellt, wird gesagt, hier, das ist deine zukünftige Ehefrau. Was er als erstes sieht, ist ein kleines Mädchen. Was denkt ein 12-jähriger Junge, wenn er ein kleines Mädchen sieht? Wie kann ich mit dir spielen? Nee. Er denkt, ein 12-jähriger Junge spielt nicht mit den 7-jährigen Mädchen. Er denkt, wie kann ich sie beschützen? Ah, okay, ja. Ne? Das ist das Erste, womit er ihr begegnet. Ne? Weil die Sinne sind noch nicht so erwacht, dass er denkt, wow, da könnte man ja irgendwie, ne? Oder irgendwas anderes. Sondern er denkt, okay, das ist was, was man beschützen kann. Wenn das 7-jährige Mädchen den 12-jährigen Jungen vorgestellt wird, was ist das, was die Mutter den Mädchen mit auf den Weg geht? Zum Beispiel, ja. Pack doch mal Ballatus, mach doch mal Ballatus für ihn. Ne? So, und ihre erste Meditation ist, wie kann ich ihn dienen? So, sie dienen beide. Ne? Er denkt, wie kann ich sie beschützen? Und sie denkt, wie kann ich ihn dienen? Deswegen ganz oft hast du es hier, es kommen manchmal Paare, ich mache ja viele so eine Zeremonien, da kommen manchmal Paare, wo du denkst, materiell, er ist ein bisschen rund mit dem Bart und ein bisschen, ne, und sie sieht attraktiv aus oder umgedreht, wo du denkst, im Westen wäre sowas gar nicht möglich. Aber das sind sehr glückliche Beziehungen, die mit Kind kommen und die halt auf einer ganz anderen Basis funktionieren. So genauso, wenn du sagst, ich praktiziere hingebungsvollen Dienst aus Überzeugung, ist das Element Liebe damit drin. Genauso wie der Junge das Mädchen aus Überzeugung heiratet. Kann man vielleicht und Liebe kommt später. Vielleicht ein anderes Beispiel, zum Beispiel, wenn ich morgens zur Arbeit gehen muss, aber ich mag meine Arbeit irgendwie nicht, aber ich weiß, ich muss dorthin gehen, um ein gewisses Resultat zu erlangen. Dann zwinge ich mich aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Und so sieht das bei mir zurzeit mit dem hingebungsvollen Dienst aus. Weil ich weiß, ich brauche Resultate, um lieben zu können. Ich kann noch nicht lieben. Und deswegen zwinge ich mich, hingebungsvollen Dienst auf meine Art und Weise auszuführen. Ja. Ist das auch okay so? Oder? Ja, logisch ist das okay so. Weil du hast, ich meine, keine Mutter wartet darauf, denkt, wann macht denn das Kind wieder in die Windel? Ich kann es kaum erwarten, bis das Kind wieder in die Windel macht, damit ich die wechseln kann. Jede Mutter denkt, oh nein.
Schon wieder. Wir wollten gerade los. Ich wollte gerade, der Bus ist, wir müssen zum Bus. Nein. Oh. Keine Mutter wartet darauf, aber sie macht es trotzdem. So, wir sind in einer gewissen Weise sind wir materiell verstrickt. Und diese Verstrickung wiederum haben wir haben uns selber verstrickt. Nur jetzt ist es unser Wunsch, aus dieser Verstrickung herauszukommen. Und je mehr intensiver und reiner dieser Wunsch wird, umso mehr gibt uns Krishna die Möglichkeit, aus dieser Verstrickung rauszukommen. Nur wenn ich jetzt sage, ja, das ist halt so und nehme das so an, dann sagt Krishna, okay, weil er reagiert auf unsere Wünsche. Aber wenn du den Wunsch hast und sagst, Krishna, ich bin geduldig, ich toleriere diese Situation, aber bitte, 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 kannst du mir was anderes arrangieren, dann wird er was anderes arrangieren. Ja, vielen Dank, das war ein sehr gutes Beispiel, das mit den Windeln zum Beispiel. Nee, wir müssen alle, Leben ist voll von, wie sagt man, von Pflichten. Das kommt immer mit dazu. Der Koch kocht in der Küche und macht das leckerste Prasadam, auch hier unsere Tempelköche. Aber was kommt nach dem Kochen? Advaita? Schlafen. Es sauber machen. Es gehört zum Kochen dazu. Ja, genau. Es gehört zum Kochen dazu. Genauso gehört zum Leben das Arbeiten dazu. Aber was für eine Tätigkeit wir ausführen, das kommt gemäß unserer Umstände oder unseres Karmas, das wir uns auferlegt haben. Das ist unser Karma, wir haben das gewählt. Aber je mehr wir den Wunsch entwickeln, aus diesem Karma herauszukommen, desto mehr wird Krishna das irgendwie arrangieren. Ich war ein Färber. Ein Färber, ein Textilfärber. Staatlich geprüfter Techniker für Textilveredelung. Dann war ich ein Werbekaufmann. Du kennst mich noch, hä? Als Werbekaufmann. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Und jetzt bin ich ein Priester. Wer hätte das gedacht? So, aber weil ich den Wunsch hatte, aus diesem Karma rauszukommen, und das passiert natürlich nicht von heute auf morgen, sondern man braucht halt Geduld, dann erfüllt Krishna, je mehr unser Wunsch rein ist, umso mehr erfüllt Krishna diese Wünsche. Manche sagen, nee, ich brauche mein Leben, das ist okay. Ich brauche mein Leben, ich brauche meine Arbeit, ich mache das gerne, aber ich will mit Krishna in Verbindung sein. Krishna akzeptiert das. Krishna hat kein Problem mit jemand, der arbeiten geht und Geld verdient und dazu was gibt. Oder wenn er nicht mehr was gibt, wenn er dafür darüber meditiert, dass er denkt, mein Gott, ich muss diesen Job machen, aber es ist wie mit der Prostituierten. Ne, und den Brahmana, der Brahmana, die Prostituierte hat da drüben gelebt und aus Protest hat der Brahmana jedes Mal, wenn sie einen Freier empfangen hat, hat er einen Stein in die Tür gesetzt und noch einen Stein, bis die Tür irgendwann zu war, dass er diese Sünde nicht mehr sehen muss. Ne? Und dann sind sie beide in den Himmel gekommen. Oder sind sie beide vor Yamaraj gekommen. Und der Yamaraj hat gesagt, du Brahmana, zurück in die materielle Welt. Und du Prostituierte, du darfst in die spirituelle Welt. Der Brahmana, hey, hast du es nicht gesehen? Die hat jeden Tag mit 10 bis 15 Freier mindestens. Und ich habe die ganze Zeit, sagt Yamaraj, ja, du hast die ganze Zeit über sie meditiert. Über die Sünde, über ihre Sünde. Und auch die Prostituierte, jedes Mal, wenn sie einen Freier empfangen hat, hat sie gedacht, oh Krishna, ich bin so gefallen, dass ich dieses auch, das ist mein einziger, ich habe niemanden, der sich um mich kümmert, das ist meine einzige Möglichkeit, in dieser Welt zu überleben. So bitte vergib mir. So, das ist das Geheimnis. Der Brahman hatte kein Mitleid, ne, mit der Prostituierten. Der hatte kein Mitleid und auch eigentlich war er angehaftet, weil er die ganze Zeit über sie meditiert hat. Und es kommt schon wieder jemand. Eigentlich wäre er selber lieber rübergegangen, vielleicht. Aber das ist genau der Punkt. Krishna hat kein Problem mit jemand, der aufrichtig seine Tätigkeiten ausführt und die mit Krishna irgendwie in Verbindung bringt. Das ist nicht, es muss nicht jeder in den Tempel ziehen, es muss nicht jeder ein Priester werden oder irgendwas. Überhaupt nicht.
kämen wir denn dahin, wenn jeder hier in der Ecke sitzen würde mit seinem Feuer und alles? Und muss ja jemand geben, der auch Gie macht und so. Okay? Okay, schnell. Also die Geschichte mit Yamaraj ist, dass man, wenn man kritisiert, dann verdirbt man die Bhakti. Und das war der Hauptpunkt eigentlich der Geschichte. Wenn man, weil der Brahmana kritisiert hat, hat er seine Bhakti zerstört. Da gibt es irgendwas so, dass Yamaraj das nicht duldet, wenn man Leute kritisiert. Ja, aber die Prostituierte ist trotzdem zurückgegangen. Ja, die hat er nicht kritisiert. Naja, aber warum hat er sie kritisiert? Warum kritisieren wir? Neidisch sind. Weil wir neidisch sind, genau. Ja. Und warum, auf wem war er neidisch? Auf Krishna. Also ja, der Brahmana wollte es auch genießen, auf die Männer. Ja genau, der war auf die Männer, auf die Freier war er neidisch. Ne? Ich habe eine, ist schon spät, leider, aber es ist eine Geschichte, ich kann mich selber nicht mehr erinnern, vielleicht kannst du dich erinnern. Die Geschichte, ich glaube, der heißt Govinda, der hat den Dings, er hat gekehrt und er hat immer drüber meditiert, dass er für Krishna kocht. Und dann hat der Deity gesagt zum König, kennst du die Geschichte nicht? Ach, ich weiß es auch nicht, würde es gerne selber hören. Ja, dann. Okay, aber kurz fassen, dann hat der König halt dann irgendwie, ist Krishna im Maschinen in seinem Traum und hat dann gesagt, ich möchte den Koch, der immer so schöne Speisen für mich kocht, in dieser und dieser Stadt, ich glaube in Jaipur. Und dann ist der König da hingegangen und hat nach diesem Govinda gesucht. Und dann gab es aber nur einen Govinda und das war der Hofkehrer. Und dann haben die ihn halt gefragt, bist du der Koch für Krishna? Und sagt er, nee, ich koche nicht, wenn ich fege, dann meditiere ich immer darüber, dass ich für Krishna koche. Ja, das bist du bist der Koch. Und dann wurde er der Hauptkoch für die Deities dort in den Tempel, für den König halt. Der Govinda hat dann gekocht für Krishna. Und das war halt, der Punkt war halt, dass er halt, er hat gekehrt, aber er hat immer darüber meditiert, dass er eigentlich für Krishna kocht. Und Krishna hat diesen Dienst angenommen. Das habe ich halt gedacht, wenn man arbeiten geht, kann man über was anderes meditieren trotzdem. Und Krishna wird dann diesen Dienst annehmen und dann irgendwann kommt es dazu. Yeah. Ich weiß nicht mehr genau die Details, ich habe gedacht, das kennt jemand von euch. Es ist wie Prabhupada, wenn er sagt, eine Geliebte dient ihren Ehemann noch, also die einen Liebhaber hat, dient ihren Mann noch aufmerksamer, damit er rauskriegt, dass sie eigentlich an jemand anders denkt. So sollten wir hingebungsvollen Dienst ausführen. Wir sind Experten. Bhaktivinoda Thakur war so ein guter Gerichtsmagistrat, der war so schnell, so effizient. Bam, 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 alle haben den respektiert. Er war ein Vaishnava. Und deswegen haben alle dann, hat er somit die Vaishnava-Kultur praktisch nach oben gehoben, weil er so effizient gewesen ist. Auch seine Meditation war immer mit Krishna verbunden, sein ganzes Leben. Okay, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bitte euch, bitte, 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 lasst mich diese Worte, die aus mir irgendwie herauskommen durch die Gnade von Srila Prabhupada und durch die Gnade des Srimad Bhagavatam, lasst mich das bitte selber realisieren und danach leben und irgendwann euer Diener werden. Srila Prabhupada Ki Jai. Ananda Gaudi Vaishnavarinda Ki Jai.